Ich habe ein wenig mit Hasswulf geredet, während ihr weg wart. Der Mann macht mir echt Sorgen. Wieso? Hat er... Treibt ihn denn um? Ich dachte erst, es wäre nur der Verlust seines Auges. Aber er klagt, dass der Kontakt zu seinem Gott gestört werde. Er denkt, Svafnir leidet und in gewisser Hinsicht ergibt das Sinn. Immerhin wissen wir, dass sich der Landverschlinger erhoben hat. Die letzten Geschehnisse haben seine Laune sicherlich nicht gut zugetragen. Ich sollte einmal mit ihm sprechen. Ich kenne es, wenn der eigene Gott leidet. Sumu liegt ja schon seit Äonen in ihrem Schlaf, den ja unschöne Mächte ihr zugefügt haben. Ich kenne das, wenn die Verbindung manchmal etwas, nun ja, einseitig erscheint. Man muss sich da keine Sorgen machen. Trotz alledem sind unsere Götter immer für uns da. Ja, ihr solltet das aber vielleicht nicht so direkt vergleichen. Ihr wisst schon, mit im Sterben liegen, das könnte den gegenteiligen Effekt haben. Inwiefern denn? Sumu liegt auch nicht im Sterben. Sie erholt sich nur. Das klingt besser. Es ist nichts tot, was ewig liegt. Genau. Ja, jedenfalls, ich habe ihn von dem Auftrag entbunden, sich in der Stadt aus der Tiefe umzuhören. Ich glaube nicht, dass das eine gute Sache ist. Nur, damit ihr ihm nicht die Schuld gibt, deswegen. Nun ja, wie laufen eure Vorbereitungen für eure Zeremonie? Nun, ich habe mir ein paar Worte überlegt. Und die Kapelle wieder aufgeräumt. Irgendjemand hat da unten gewütet. Nun, wie wissen wir? Wissen wir das? Nun, ich dachte, die Angreifer, vermutlich. Ja, sicher. Aber um ehrlich zu sein, ich habe nur den einen so wirklich gesehen, der auf dem Flur war. Aber ja, ich habe mich vorbereitet und ich denke, wenn wir ein wenig Rum ausgeben würden, wäre das der Sache auch recht zuträglich. Aber in Maßen. Ich denke, das müsste sich bewerkstelligen, in Maßen. Diamantas, könntet ihr das organisieren? Ich kann das Dorndienst hier weiterleiten. Danke. Rum für die Mannschaft wird ihnen gut tun. Nun, Diamantas, wie laufen die Reparaturarbeiten? Ihr seid im Gange. Mittlerweile ist Netz auch wieder abspannt und die ersten Bretter werden wieder eingesetzt. Die Gefahr, dort reinzufallen, ist nicht gegeben. Sobald wir wieder von hier aufbrechen, sollte das alles repariert sein. Wann denkt ihr, sind die Arbeiten abgeschlossen? Und wenn auf Hochdruck gearbeitet wird, in den nächsten paar Tagen. Das ist ziemlich schwer einzuschätzen. Vielleicht könntet ihr euch mit Angroschmina zusammensetzen, um einen genaueren Zeitplan festzulegen. Es wäre hilfreich, wenn wir diesen Zeitraum etwas eingrenzen könnten. Wir wissen nicht, wann wir wieder weg müssen von hier. So schnell wie möglich, schlage ich vor. Kann ich das eigentlich einschätzen, wie lange das braucht mit meinen Werten? Technisch gesehen können wir auch ohne Hauptmast segeln. Der Hauptmast ist ja gar nicht davon betroffen. Ich wollte gerade sagen, also ihr könntet... Kreuzmast meine ich. Ja, ihr könnt lossegeln. Also den einen habt ihr hier, das ist der ganz hinten. Und achso, warte, genau, hier ragt ja auch noch einer nach oben. Aber das sind ja im Prinzip erstmal nur die Planken. Also da könnt ihr auch jetzt schon lossegeln. Das ist einfach... Nur ein Loch im Boden. Das ist halt ein Loch im Boden, ja. Da fällt ihr halt dann irgendwie 3 Meter tiefer vom Mittendeck dann in den Untergeschoss. Weil ich hatte ursprünglich mal gedacht, wir hätten einen Hauptmast, aber auch ein Mast erwischt, einen großen. Nee, also ja, der war beschädigt, aber das ist jetzt nicht so, dass der richtig kaputt ist. Und den anderen, den hat er schon schnellstmöglich. Nun, solange. Ich schlage allerdings vor, solange die Verhandlungen mit dem Prinzen noch nicht gescheitert sind, sollten wir uns noch nicht aus der Stadt entfernen. Das ist wohl richtig. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen hier. Vielleicht könntet ihr ihm eine Botschaft schicken. Ihr wisst schon, per dämonischen Brotvogel. Wie, wenn ihr denn wollt.
Ihr möchtet die diktieren? Nun, ich denke, ihr werdet einen ansprechenden Text finden für euch selber, nicht wahr? Oder soll ich euch wirklich einen Text diktieren? Wie ihr beliebt, Kapitän. Halt doch einfach. Hallo Arachna, mir geht es gut, wie geht es dir? Können wir reden? Liebe Grüße, Serpentilio. So sollte ich den nicht schreiben. Warum nicht? Weil es simpel ist. Fangen wir so an. An seine hochverehrte Hoheit, Arachna von Schirina, Penins zu Mirham, Meister der Sieben Winde, Magus, etc., etc., etc. Ihr könntet noch erwähnen, dass sich unsere Geschäfte hier dem Ende zuneigen, also wenn er noch etwas von uns möchte. Auf eine höfliche Art, ihr versteht? Während wir den größten Respekt vor der Last haben, die euer Amt sicherlich auf eure Schultern legen muss, müssen wir doch darauf hinweisen, dass unter der Anbetracht der Tatsache, dass unsere Geschäfte hier sich nun rasch dem Ende zuneigen und unsere Verpflichtungen andernorts ebenso dränglicher werden, wir höflichst um eine Wiederaufnahme der Gespräche bitten, die unglücklicherweise abgebrochen werden mussten, wenn ihr denn überhaupt geneigt seid, unser Angebot anzunehmen. So harren wir hochachtungsvoll eurer Antwort, Serpentilio de Laza im Auftrag etc. 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 Halt ruhig noch ein liebe Grüße mit rein, das klingt ansonsten so nüchtern. Ich siegle das Ding zu und schick's mit dem Nunzio Volo weg. Zu der Minus. Gut, für meinen Nunzio Volo. Wenn der jetzt patzt, ich werde ihn nicht schippen. Wo haben wir ihn? Keine denn? Sorge, du würfelst ja nicht mit einer 19. Die Zauberliste in Fantasy Grounds ist der letzte Murks. So, ich glaube, man kann zu Volo unter den Stein von Boltag. Ich lasse genau. Mir Zeit, ich glaube, weil... Ich glaube, kann man es bei Nacht drücken. Ja, dann schicke ich ihn halt bei Sonnendings los. Whatever, er wird schon ankommen. Aber Arjen hat recht, man kann ihn nur nachts losschicken. Ja, mit Zeit war, warum nicht? Und dann ist es kein Patzer. Huhu. Er fliegt nicht lang genug, um eine Loyalitätsprobe zu werfen. Also, Schakka. Ja, mit den 17 Punkten kannst du ihn auch jetzt losschicken. Also, wenn er jetzt halt durch 5 Stunden Sonnenlicht im Praios-Monat losfliegt, ja, dann geht er irgendwann kaputt. Aber ihr seid halt irgendwo auf der blutigen See in der Stadt der Tiefe und alles ist irgendwie wolkig und finster und verhangen. Und ja, blutige See. Ja, Winter. Gut, ich hole halt die Kerze eben schnell herbei, zünde die dann an und beschwöre das Vieh, gebe ihm direkt die Nachricht mit und ab geht's. Ja, im Prinzip verbrennst du deinen Brief, die Asche segelt aber nicht nach unten, sondern bleibt als Wolkenball über der Kerze hängen und dieses Konglomerat aus verbrannter Asche bekommt dann Flügel und breitet sich dann aus, sodass es dann durch das Fenster nach draußen fliegt. Serpentilio feuchtet sich die Finger an und drückt die Kerze wieder aus. Ein hervorragender Docht, muss ich sagen. Wie heißt der Koch noch gleich? Welcher von den vielen? Der mit dem Huhn. Delchion. Sagt ihm jedenfalls, dass ich selten eine so hervorragende Feder bekommen habe. Nun, es liegt daran, dass es wahrscheinlich eine magische Feder ist, nicht wahr? Oh. Nur um Missverständnissen vorzubeugen. Nicht vom Huhn. Oh. Nun gut. Nun, das ist also erledigt, Kapitän. Denke. Dann gilt es, die Zeremonie durchzuführen, um die Laune der Mannschaft ein wenig zu heben. Bedingt dies meine Anwesenheit? Nun, es sollten alle Offiziere anwesend sein, also auch ihr. Ich dachte, nun gut, Kapitän, selbstverständlich, mit der allergrößten Freude, wenn es euer Wunsch ist. Ja, und dann gehe ich um meine gute Robe rauszusuchen. Eine meiner guten Roben. Ja, eine. Du hast eine gute Robe. Hey, du hast kein Geld. Ich gern wissen, ich habe zwei. Du hast kein Geld. Jeder Magier startet immer mit einem Konventsgewand. Ja, du hast kein Geld. Ja, kein Geld. Was glaubst du, wo das hin ist? Richtig, ja, flickige Robe, genau. Gut, dann könnt ihr euch ankleiden und dann irgendwann gemeinsam nach oben auf das, höchstwahrscheinlich auf das Achterkastell gehen, weil das Hüttendeck repariert wird. Die Arbeiten werden auch eingestellt. Lahalka schmort da auch gar nicht so sehr stark. Und die Mannschaft tritt an, sodass dann eben auch die Vollmatrosen von euch, die Halbmatrosen dann dort alle stehen. Selbstverständlich dann auch eure Geschützleute, die Pioniere der Maulwürfe, die Handwerker, die Dukaten, all das, was ihr eben braucht.
Tsunamin, wie sehe ich aus? Ich bin es nicht mehr gewohnt, eine Magierrobe zu tragen. Sitzt alles? Ihr seht prächtig aus. Hervorragend. Wenn ihr hinterher ein witzig kleines Minütchen hättet? Aber sicher. Es geht um Hasswolf. Oh. Ich komme auf euch zu. Sicher doch, mit dem allergrößten Dank. Tsulamin würde diesmal tatsächlich vom Hüttendeck aussprechen und nicht wie üblich vom Achterkastell, weil, naja, die Mannschaft kann sich nicht auf dem Hüttendeck versammeln. Da ist jetzt ein riesengroßes Loch. Das heißt, ich würde eine Etage tiefer gehen und die Mannschaft unten auf dem Hauptdeck versammeln. Natürlich auch einen von den Avesse-Schülern schicken, um Hasswolf zu wecken, wenn er denn noch schläft. Und dann steht Tsulamin da unten, das klaffende Loch im Schiff in ihrem Rücken und wendet sich an die Mannschaft. Ihr alle fragt euch sicher, was letzte Nacht geschehen ist. Und ich sage, ihr habt ein Recht darauf, es zu erfahren. Wir führen nicht erst seit gestern Krieg gegen die Heptarchien. Wir haben viele Feinde getötet im Laufe der Zeit. Doch wir haben uns auch neue Feinde gemacht. Und letzte Nacht hat uns unsere Vergangenheit einmal wieder eingeholt. Der Beschwörerkreis des Karasuk hat ein feiges Attentat auf die mondsilberne Drachentöter verübt und hat den altgedienten Major Dreischberger, unseren Steuermann Dottore und die Dukatengardisten Santiago und Valeria auf dem Gewissen. Oron sei ihren Seelen gnädig. Die verfluchten Dämonendiener wussten, dass sie gegen die Besatzung der stolzen Drachentöter nicht bestehen konnten. Darum haben sie alle in Albträume verstrickt, derer sie habhaft werden konnten. Doch einige von uns konnten sich durch Willenskraft und Glaubensstärke befreien. Und schon diese wenigen haben ausgereicht, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Noch ehe die Krakonier-Gardisten aus der Stadt eintrafen. Gewiss, unsere Planken sind ein wenig angesenkt. Geste auf die zerstörten Bretter hinter ihr. Die Kapelle wurde verwüstet und niemand wird uns unsere Toten zurückgeben. Doch am Ende zählt, dass weder die Unterstützung der Präzentoren der heulenden Finsternis noch das Wohlwollen des Herrn der Rache die Attentäter gerettet hat. Wir sind immer noch hier. Und alle Mächte der Niederhöllen können uns nicht davon abhalten zu tun, wozu wir damals in Zorgern in See gestochen sind. Die schwimmende Heptarchie zu vernichten, auf das aus der blutigen See wieder unser geliebtes Perlenmeer werde. Zu Ehren der Götter und zum Wohle der Menschheit. Und Tsulamin hebt einen Becher. Lasst uns darauf anstoßen. Ja, aber jetzt reich mir doch mal eben deinen Becher. Ich hab meinen Becher vergessen in der Kajüte. Nimm den hier. Oh, hast du auch einen für mich? Mir ist meiner vorhin runtergefallen. Nimm meinen hier. Sehr gut, sehr gut. Ja, währenddessen sind auch die Halbmatrosen durch die Reihen gegangen und haben jeden einen Becher mit Rum ausgeschränkt. Das ist dann halb voll, aber während deiner Rede sind sie dann eben durch die Reihen gegangen und so hat jetzt eben jeder einen Tonkrug oder einen Tonbecher vor sich, mit dem er dann einmal hebt und darauf wartet, dass du anfängst zu trinken. Ja, das tut Tsulamin auch. Und lächelt der Mannschaft strahlend zu, so dass alle das Gefühl haben, naja, dass sie dazugehören. So großartige Mannschaft der mondsilbernen Drachentöter. Ja, die Stimmung da unten ist gedrückt. Das liegt wohl weniger an den Toten, sondern einfach, weil man euch, nicht unbedingt dir, aber der Riege misstraut. Selbstverständlich hat man, du hast es ja auch gehört von Hasswolf, die Schreie aus dem Unterdeck gehört, als dort gefoltert worden ist. Einer der Iren, einer der Alriks, auch wenn sie sich nicht mehr so nennen dürfen, aber er war ihr Mannschaftssprecher gewählt, respektiert vor allen anderen und
So wird man der Geste nachkommen, einmal dir zuprosten, trinken. Man ist selbstverständlich auch dankbar für den Grog oder für den Rum, der dann da in dem kleinen Tonbecher gereicht ist. Aber echte Mannschaft sieht anders aus. Ja, man tut, was man kann. Ich betrachte kritisch das stillschweigende Mannschaftsgefüge und Diamantes, lass die Mannschaft abtreten. Ich hab den Kapitän gehört. Redet ab. Alle Mann wieder auf ihre Posten. So, und das lief wohl nicht so wie geplant. Es waren auch erschwerte Bedingungen, muss man sagen. Ich denke, wir werden uns in Kunchum neue Mannschaftsmitglieder suchen müssen. Um einen Teil der Mannschaft traue ich nicht unbedingt hinterher, aber ja, wir haben uns bisher treu gedient. Es könnte sein, Kapitän, dass die Mannschaft ihre Stimmung um einiges verbessern würde, wenn sie ein wenig Ablenkung erfährt. Oh ja, ein Kahnkampf zum Beispiel. Diamantis, du siehst, wie neben dir der kleine Halbmatrose immer noch mit einem Becher rum, halb gefüllt, zu dir tritt. Wir könnten ihn doch noch weiter foltern, oder? Das würde ihn Respekt einfügen. Außerdem, wir hören den nicht, oder? Nein. Okay. Außerdem, du uns eventuell weiter, könnte es vielleicht ein guter Schritt sein, die in den Augen der Mannschaft fragwürdigen Aktionen eines ersten Offiziers vor der Mannschaft zu denunzieren? Nein, das werden wir nicht tun. Wir zerstören damit unsere Befehlsgewalt. Ein Vorschlag, Kapitän. Weißt du, er hat noch nicht geblutet. Wir können doch anfangen, ihm die Fingernägel rauszuziehen. Was sind das denn überhaupt für Vorschläge hier? Verzeiht, Einso, ich meinte ja nur. Und noch singen. Habt mal ein bisschen mehr Disziplin vom Respekt vor der Hierarchie, beide von euch. Sicher doch. Wieso? Was ist denn an Gesang so verkehrt? Nun, Kapitän, im Profanen könntet ihr ihnen einfach eine Feier veranstalten. Ihr wisst schon, mit reichlich herum und mit was auch immer solche Leute nun einmal feiern. Ich weiß es nicht. Weißt du, was gut funktioniert? Wir machen einfach ein Loch in die Decke vom Waffenlager und lassen ihm dann einfach Wassertropfen auf seine Stirn träufeln. Das hüllt dann unendlich langsam seine Stirn aus, bis er tot ist. Und das macht ihn wahnsinnig. Wer hat dich denn überhaupt aufs Achterkastell gelassen? Das war der Kapitän, wenn ihr mich nicht... Ich gehe ja schon. Was ist denn los mit dir? Denkt vielleicht darüber nach, ja? Ich lasse mich da noch Achterkastell scheuchen von niemandem. Dir unseren guten Serpentilio jetzt weggescheucht? Ich habe doch gar nicht mit ihm gesprochen. Wem habt ihr dann geredet? Ja. Sag ihm, dass du mit mir sprichst. Diamantis, bist du noch da? Ist gut. Sprich mit uns. Wohin guckst du? Diese verdammte Arche. Was siehst du? Also wir sollten uns hier wirklich nicht länger aufhalten als nötig. Er blickt dich aus großen Augen an, ein bisschen Blut, was ihm aus der Nase rausläuft, und dann geht er wieder nach unten zu den anderen Kindern. Das. Ja, ich schaue dem Jungen noch hinterher, bis ich ihn dann irgendwann noch nicht mehr erkenne. Ja, noch ein letzter Gedanke, der in deinem Kopf aufflammt. Du könntest die Schiffsjungen foltern. Dann würden sie vielleicht endlich die Fresse halten. Fühlt ihr euch wohl, Diamantis? Nein. Seid ihr in der Lage, noch das Schiff zu führen? Aber selbstverständlich, Kapitän. Gut, sagt mir Bescheid, wenn ihr euch nicht mehr in der Lage fühlt dazu. Ich brauche euch. Legt euch vielleicht mal für eine Stunde hin. Schlaf bewirkt manchmal Wunder.
würde ja sagen, geht in ein Badehaus oder so, aber das wäre an diesem Ort vielleicht zu dieser Zeit nicht unbedingt das Beste. Ja, das muss wohl eben so lange warten wie ja, die Feier für die Mannschaft. Ihr könnt erkennen, wie von der Arche auf euch zutreten, an euren eigenen kleinen Steg, eine Gruppe von 10 Krakoniern. Ihr da! Kapitän, ich denke, man verlangt nach euch, ruft von unten. Ich würde mal zur Rinnen gehen halt. Ja, was ist? Der Meister der Arche verlangt nach euch. Nun gut, dann wollen wir nicht warten lassen. Serpentilio, kommt auch. Das ging aber schnell, Serpentilio. Euer Zauber hat wirklich gut gewirkt. Ich habe aber auch mal Zeit. Ich komme dann die Treppe wieder hoch und sehe Diamant ist fies an. Ich war kaum fort, Kapitän. Nun, diese Begleitung begleitet uns zum Archenkapitän. Das habe ich gehört. Ja, warum fragt ihr dann? Ich wies euch darauf hin, dass man... Kommt einfach. Ja. Ich sag ihn mit. Also, nachdem er jetzt gerade wieder aus Achterdeck hoch, aus Hütten, sorry, aus Achterkastellnack hochgemarschiert ist, wird er jetzt wieder runtergezogen. Eieieiei. Kapitän, meine Knie. Misst ihr denn? Eieieiei. Ihr solltet etwas gegen eure Knieschmerzen tun. Oh, glaubt mir, Kapitän. Dies versuche ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Oh, eure Knie knacken fast so, wie der Becher, der mir vorhin runtergefallen ist. Solltet ihr jemals eine Abschrift eines gewissen A. Melinar in den Händen haben, sagt mir doch Bescheid, ja? In Ordnung. Nicht die von seinem nichtsnutzigen Nachfahren, ich meine die alte. Das ist ein anderer Zeitpunkt. Nun, der Archenkapitän erwartet uns. Das habe ich vernommen. Lasst uns gehen, schätze ich. Dann zöger doch nicht so. Ihr habt mich herbeigerufen. Kommt einfach. Eieieiei. Ja, geführt von der krakonischen Garde mit ihren triefenden Speeren könnt ihr wieder in Richtung der gewaltigen Ziggurat gehen, die Arachno von Scheurina für sich versehen hat. Auch wenn er selbst nicht der richtige Kapitän ist, aber wohl die Arche kontrolliert, ihr wisst nicht genau. Zwar gab es bei euch auch immer wieder verschiedene Inhaber des Schwertes und jemand anderes hat er sich Kapitän genannt, aber geführt hat das Ganze jemand anderes. Also der Kapitän ist er wohl nicht, aber wohl der Meister. Und wenn ihr dann die gewaltigen Treppen nach oben tretet, immer noch geführt von der Garde, die euch eingeschlossen hat, wirkliche Waffen braucht ihr, wie gesagt, nicht. Und man wird auch darauf achten, dass ihr hier nichts dabei führt. Könnt ihr dann oben... Nehmen Sie mir meinen Stab ab? Nee, den darfst du wieder behalten. Eben auch Boltax. Ja. Aber so etwas wie Titanium-Dolche werden sie euch auf alle Fälle abnehmen oder eben dafür sorgen, dass sie die auf dem Schiff lassen. Ja, die würde ich sowieso auf dem Schiff lassen, ja, dann sollte ich die mitnehmen. Ja, von dort oben könnt ihr tatsächlich eure Arche, beziehungsweise die Arche von Arachno von Scheurina erblicken, wie ihr dort verschwindend klein mit eurem großen Schiff liegt. Aber die Arche ist einfach so sehr gewaltig groß, Ausmaße, die dann eben nicht nur auf der Oberfläche, sondern auch unter der Wasseroberfläche wurzeln. Die Arme sind von hier aus wesentlich besser zu erkennen, die 8 ausgestreckten Beine, die dort zuckend pulsieren wie große Äste und viele Zweige, die dann eben wohl noch davon abführen. Es ist schon beeindruckend, wie ein großer Mantel aus Schiffen um das Ganze drumherum liegt. Und an einem großen Tisch könnt ihr dann den Meister, den Prinz von Meridiana erblicken, der dort ebenso mit einem feinen Lächeln steht und euch dann eben anblickt, wenn ihr nach oben tretet. Willkommen. Wir wachen, lasst uns allein. Ich fürchte sie nicht. Ja. Also habt ihr ja auch keinen Grund. Wir sind hier schließlich unter Freunden. Freunde. Noch nicht, oder? Aber ihr seid hierher gekommen mit einer Botschaft aus Maraskan und einem Angebot, auf das ich eventuell eingehen mag.
Meine Recherchen diesbezüglich zeigten, dass ihr nicht unwahr gesprochen habt. Und ich bin mir sicher, dass dieser Angriff erfolgen wird. Allerdings solltet ihr wissen, dass ein Angriff auf eine Arche nicht allzu simpel gestrickt ist. Verfügtet ihr in der Vergangenheit doch selbst über eine? Wir haben ein oder zwei Angriffsvektoren erörtern können. Ihr allerdings sicherlich auch. Nun, wir haben den kompletten Angriffsplan studiert. Wir können ihn euch vorlegen, wenn ihr auf unser Bündnisangebot eingeht. Der Angriffsplan spielt fast keine Rolle. Eine Arche ist, solange sie sich in der blutigen See befindet und zahlreiche Schiffe, dabei breitet er immer seine Arme aus und deutet auf den Hafen vor sich, überverfügt. Taktisch ist es immer von Vorteil, wenn man weiß, aus welcher Richtung der Angriff kommt und mit welchen Mitteln der angreift, der Gegner, nicht wahr? Wenn ihr nicht geneigt wärt, euer Hoheit, unser Angebot anzunehmen, hättet ihr uns nicht herzitieren lassen. Also überspringen wir doch vielleicht ob der fortgeschrittenen Stunde das Geplänkel. Nun, der Angriffsvektor mag wichtig sein, allerdings ist es egal, ob sie von Norden oder Westen hervorstoßen. Vielmehr kümmere ich mich um einen Angriff von unten. Ihr müsst lernen, in allen Dimensionen zu denken. Und wie euch bereits zu Ohren gekommen ist, es befindet sich eine dritte Arche bereits angedockt auf der unteren Seite. Dafür brauche ich euch. Ihr wollt, dass wir die Arche unten zerstören? Ich denke nicht. Tatsächlich. Oh. Ihr stellt euch das viel zu einfach vor. Ihr seid zwar im Besitz einer gewaltigen Arche, aber habt ihr schon einmal ansatzweise versucht, sie zu vernichten? Ich vermute nicht. Warum lassen wir den Mann nicht erst einmal ausreden? Richtig. Nun, Morenes, ich habe eure Arbeit studiert. Sie war plump. Sie war nicht raffiniert genug. Man hat gemerkt, dass ihr wenig des Wissens aufgesaugt habt, als ihr an Bord der Gezeitenspinne gedient habt. Das ist eure Meinung. Diese habt ihr exklusiv für euch. Wie lange habt ihr denn an Bord gedient? Ein halbes Jahr? Ich bin 12 Jahre auf dieser Arche. Sie ist mit mir gewachsen und ich habe viel herausgefunden. Nicht einmal Paligan weiß es mit mir und meinem Wissen aufzunehmen. Nun, meine Herren, das ist doch jetzt kein Vergleich, wer mehr weiß oder wer weniger weiß, nicht wahr? Wir sind hier alle aus einem Zweck, nämlich die Arche, die unten angedockt ist, zu zerstören. Also, wie kriegen wir das am sinnvollsten hin? Ja, wieder einmal dieses feine Lächeln. Er blickt dich an. Ein Angriff. Allerdings kann kein Archenherr auf seiner eigenen Arche vernichtet werden. Weder ich noch Yolgur. Die Wurzelkaiserin ist ohne das Efertsche Horn, das ihr damals in Valusa benutzt habt, so etwas wie unverwundbar. Und dies ist der Zeitpunkt, an dem ihr uns erklärt, wie ihr uns dorthin aufzuschaffen gedenkt? Nun, dieses Wissen mit euch zu teilen, ist zwar gefährlich für mich, aber ich mache mir keine Sorgen. Denn ich habe meine Arche bereits gegen so ein Eindringen vorgeschützt. Aber ich habe euch rufen lassen. Zahlreiche Söldner stehen an meiner Seite. Piraten ohne Moral, Krakonier, Humerier. Sie alle wären sogar stärker als euer Krieger Rafim hier. Ihr jedoch seid wagemutig genug, dass es gelingen kann. Außerdem kann Abel mir zaubern. Ihr spracht von einem Angriffsvektor. Der wird tatsächlich wichtig werden.